Ja, liebe Kinofreunde, seid gegrüßt. Ihr alle kennt sicherlich Hollywood. Einige von euch haben auch schon mal was von Bollywood gehört aus Indien. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der die Babelsberger Filmstudios kennt oder die Filmstudios Bavaria in München, wo unter anderem Das Boot gedreht wurde. Aber seid mal ehrlich, wer von euch hat denn schon mal was von Girlywood gehört? Und genau darum geht's heute. So, das Wetter ist heute ziemlich wechselhaft. Vor ungefähr einer Stunde noch richtig schöner Sonnenschein. Dann hat es geregnet. Jetzt ist der Himmel ziemlich bedeckt. Mal schauen, wie lange ich die Stadtführung heute noch machen kann. Wenn nicht, morgen ist ja auch noch ein Tag. Aber erstmal zum Namen. Warum eigentlich Girlywood? Nun, ganz einfach. Es gibt keine Stadt in ganz Europa, wo so viele Filme gedreht werden wie hier in Görlitz. Daher der Name. Die Görlitzer selber brauchen darauf aber gar nicht besonders stolz zu sein, denn das Interesse gilt ja nicht ihnen, sondern der einmaligen Architektur, dem größten flächendeckenden Baudenkmalgebiet Deutschlands mit über 4000 Baudenkmälern, und genau da bin ich jetzt mittendrin. Vor allen Dingen, viele der mittlerweile über 100 Kinoproduktionen sind absolute antideutsche Hetzfilme. Und das ist vor allen Dingen deswegen besonders pervers, weil wir ja hier in einer deutschen Stadt sind, die eben ausnahmsweise einmal nicht oder nur zum geringen Teil von den amerikanischen Terrorbombern zerstört wurde. Und wenn man sich das Ganze einmal vergewissert, es könnte ja in unserer Heimat eigentlich fast überall so aussehen, wenn es eben nicht diese Menschen gäbe, die aufgrund ihres blinden Hasses, ihres zivilisatorischen Minderwertigkeitskomplexes und ihrer internationalen Agenda ja solche Bauwerke und Kunstobjekte in Schutt und Asche legen würden. Gedreht wurde dort zum Beispiel Der Hauptmann, dort der junge Karl Marx. Hier wurde dann der komplette Obermarkt geräumt für The Monument Man. Regisseur war damals George Clooney. Hier dann das Grand Hotel Budapest von Jeff Goldblum. Ihr kennt den Ort vielleicht als Lost Places von meinem letzten Vlog. Wenn nicht, schaut noch mal rein, die Nummer 2. Hier komplett am Untermarkt dann Inglourious Basterds von der Weinstein Company, wo Brad Pitt, Till Schweiger und Co. gar nicht genug bekommen konnten, deutsche Lanzer zu massakrieren, zu skalpieren. Und ich wünsche euch vor allen Dingen, und dass ihr dann eines Tages auch mal so richtig. Hier wurde dann auch die Vermessung der Welt gedreht, ein Film über Humboldt. Ich habe den selber nicht gesehen, vielleicht habt ihr da Erfahrungswerte und vielleicht ist der ja mal wenigstens sehenswert. Hinter mir jedenfalls im heutigen Hotel Emmerich hat sich mal Jackie Chan aus dem Fenster heraus geangelt und ist dann hier gegen irgendeine Statue geflogen in der Blödelkomödie in 80 Tagen um die Welt. Und aktuell wird dann hier auch noch Wolfsland gedreht. Das ist eine, ja, so eine ARD-Krimiserie. Ja, hier in Görlitz gibt es dann auch überall noch so den Walk of Girlywood mit einzelnen Stationen und Informationen zu den Dreharbeiten. Hier direkt ein Fenster weiter wurde Goethe gedreht. Ich halte mal die Linse an die Scheibe, vielleicht könnt ihr was von innen erkennen. Ja, auf so eine Hollywood-Außenstelle hier in Sachsen muss wirklich niemand stolz sein. Woran man sich aber erfreuen kann, das sind hier die ganzen großartigen Bauwerke und die vielen kleinen Details, die aber letztendlich die großen Geschichten erzählen. Also, heute steht eine Stadtführung an, kommt mit, wir schauen uns hier auf dem alten Markt um, den Kern der historischen Altstadt, und in den nächsten Folgen geht es dann auch in andere Stadtteile. Zum Schutz des Landfriedens wurde bereits 1346 der Oberlausitzer Sechsstädtebund gegründet, bestehend aus Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau und Zittau. Dieser Städtebund war der am längsten bestehende in Deutschland und existierte fast 500 Jahre, bis er 1815 durch den Wiener Kongress und die Teilung der Lausitz sein Ende fand.
Görlitz war bereits im Mittelalter und davor eine bedeutende Handelsstadt und bekannt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt und weltweit berühmt für seine Bauweise. Man erkennt noch heute an den Häusern alle wesentlichen Phasen der mitteleuropäischen Baustile: Spätgotik, Renaissance und Barockbürgerhäuser, Gründerzeitviertel. Während und nach der Industrialisierung stand Görlitz auch für eine eigene Eisenbahn, Textil- und Objektivherstellung. Eine weitere Teilung erfuhr vor allem Görlitz nach dem Zweiten Weltkrieg, als die DDR auch hier vor Ort die Oder-Neiße-Grenze anerkannte und vertraglich unterschrieb. Mehr dazu in den weiteren Folgen. Görlitz und die Oberlausitz brechen so einige Rekorde. Unter anderem weisen sie den mit geringsten Ausländeranteil in der Republik auf. Des Weiteren findet man hier mit die günstigsten Mietmöglichkeiten. Der Quadratmeterpreis liegt vor Ort teilweise noch zwischen 3 und 5 Euro und dies bei bester Lage und den wundervollsten Altbauwohnungen und Villen. In vielen Gebieten und Stadtteilen gibt es seit Jahren eine Ab- und Nicht-Zuwanderung und viele Häuser stehen leer. Dies natürlich auch aufgrund geringer Arbeitsmöglichkeiten. Hier suchen die Vermieter Mieter und nicht andersherum. Eigentümer bieten nicht selten die ersten Monatsmieten umsonst an, schlagen vor, selber noch eine Einbauküche zu besorgen oder verschenken IKEA-Gutscheine. Hauptsache, jemand zieht hierher. Und wenn, dann sind es meistens Rentner aus dem Westen, wodurch Görlitz mit über den höchsten städtischen Altersdurchschnitt der BRD verfügt und neben dem Beinamen Görliwood eben auch als Rentnerparadies gilt. Alleine auf dem alten unteren Marktplatz entdecke ich als Besucher eine Menge an Besonderheiten. Zum Beispiel den Flüsterbogen, der bereits um 1500 erbaut wurde. Das Portal ist gotisch und zwischen den Kreuzblumen und Konsolen werden in einem Bogen Schallwellen perfekt von der einen zur anderen Seite geleitet. Hier treffen sich oft verliebte Pärchen und so mancher Mann gestand seiner Dame hier seine Liebe. Stellen sich nämlich jeweils die beiden Personen auf den Sockel und flüstern sanft in den Bogen, vermag selbst eine daneben stehende Person nichts zu hören. Das älteste Telefon der Welt hat sicherlich schon eine Menge gehört und sollten irgendwo viele Viren vorhanden sein, so wahrscheinlich in den beiden Vertiefungen, aber auch daran ist noch keiner gestorben. So, ich war jetzt noch gerade oben auf dem Turm und habe ein paar schöne Aufnahmen über die Stadt gemacht. Drohne fliegen ist ja leider nicht mehr erlaubt, ja, also im Prinzip fast nirgendwo mehr. Und jetzt stehe ich hier gerade auf der Hochzeitstreppe, ja, an der Rathaustreppe. Und hier oben könnt ihr noch die Justitia sehen. In dem Fall hat sie mal ausnahmsweise kein Band vor den Augen. Ist aber auch kein Original, sondern wurde in den letzten Kriegstagen, ja, auf die andere Seite der Neiße gebracht. Also dort drüben hin. Und ist danach aber auch spurlos verschwunden. Wir sehen also auch hier leider nur eine Kopie. Früher bewahrte Görlitz im Übrigen, wie viele andere Städte, die wichtigsten Dokumente in der Kirche auf. Erst dann kam im Laufe der Zeit ein eigenes Verwaltungsgebäude hinzu, in dem man ein Bürgerhaus kaufte, erwarb, ja, und das dann entsprechend zum Rathaus transformierte. Man baute dann auch einen Turm, wie ihr auch hier entsprechend den Rathausturm sehen könnt. Das Ganze natürlich aus Schutzgründen, zur Verteidigung, aber halt auch aus, ja, Grund der besseren Aussicht, ja. Und ihr könnt da oben im Übrigen unter dem Lunarkalender der oberen Uhr noch eine zweite erkennen. Und da ist ein Gesicht drin. So, und dieses Gesicht zeigt den Kopf
Also diese Plastik da oben ist der Kopf eines ehemaligen Stadtwächters. Und der hatte natürlich die Aufgabe, unter anderem auch nach Feuer Ausschau zu halten. Dieser Aufgabe ist er dann aber eines Tages nicht nachgekommen. Es gab einen großen Brand, einen Stadtbrand, ja. Und zur Strafe wurde er, so zumindest die Legende, dort unten im Rathausturm bei lebendigem Leibe eingemauert. Ja. Jedenfalls zur Erinnerung und Mahnung an die ganze Sache leuchten seine Augen dort oben jede Minute und sein Mund öffnet sich voller Erstaunen. Und da oben habt ihr eben noch gesehen, ist ein goldener Löwenkopf und der lässt immer einmal bei Neumond zu jeder vollen Stunde ein kräftiges Brüllen von sich vernehmen, früher durch ein Orgelwerk, heute natürlich durch eine modernere Anlage. Und das diente vor allen Dingen im Mittelalter um Mitternacht dann dazu, Diebe und Vagabunden von der Stadt fernzuhalten. Im Übrigen gerade der Oberbürgermeister Urso, ein Rumäne, dazu aber später mehr, der den Herrn Wippel von der AfD knapp ja, besiegt hat, indem sich im Prinzip alle anderen Parteien zusammengetan haben. Gefällt mir natürlich immer besonders gut, wenn man hier so Leute mit traditioneller Bekleidung sieht. Ja, das passt ja auch viel besser zur Kulisse, auch wenn die sich natürlich meistens für Touristen so anziehen. Da sieht mein Herz, da Hanschen sieht. Da sieht mein Hanschen sieht. Ihr blüht Gesundheit auf den Wangen. Im Auge lacht Zufriedenheit. Und aus dem Munde spricht das Herz. Und aus dem Munde spricht das Herz, wenn sie mir Liebe schwört. 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 Ja, was für eine wunderschöne Altstadt, oder? Also mir gefällt es hier richtig gut. Und man muss jetzt mal bedenken, früher war auch hier so ein Marktplatz in verschiedene Berufsgruppen unterteilt. Im Norden des Platzes gab es dann die Händler mit ihren Krämerläden. Die haben dann Seide, Gewürze, Schuhe oder Fische verkauft. Und im Südteil konnte man dann noch die richtigen Handwerker vorfinden. Ja, wie ist es heute? In der Regel, wie in vielen anderen Altstädten, besteht natürlich, auch hier kann man es sehen, fast alles nur noch aus der Gastronomie, also aus Hotels, Restaurants und Bars. Und alle anderen wurden im Prinzip vertrieben. Das finde ich ziemlich schade, aber trotzdem jetzt erstmal noch ein bisschen Baukultur genießen.
Görlitz ist ja auch die Stadt der Liebe. Hier kommen ganz viele zum Heiraten hin, wie in Venedig oder Paris. Für das nächste glückliche Pärchen, alles Gute. Bis zum Glück, ja? Na dann, Glück auf. So, da drüben flüstern schon wieder welche. Ich bin jetzt hier noch mit einer Bekannten verabredet auf ein bisschen Kaffee und Kuchen. Die kommt hier aus der Gegend. Wo, wenn es dunkel wird, schauen wir uns mal Görlitz noch ein bisschen bei Nacht an. Also, bis später. Und zwei Schwänze hat. Aber Männer, kein Leid, die Schwänze sind hinten am Rücken angewachsen und dienen nur zur Balance. Aber daran erkennt man den böhmischen Wappen. Unter dem Huhn den Löwen, zwei große Uhrzifferblätter am Turm, die im Innern derselben mechanisch miteinander verbunden sind. Und 1584 von einem Görlitzer Mechanikus, Astrologen, Kartografen, Alchemisten, Physiker, Mathematiker. Jede und jeden Einzelnen von euch, weil ich erlebe das hier oft, gerade auf dieser Straße, die Leute kauen mal in Worten nicht, dann kommt ein Auto hier in die Kurve, fährt jemand an, vorige Woche eine ältere Dame, und die liegt dann auf der Straße und schreit vor Schmerzen, das stört meinen Vortrag. Renaissance-Hallenbürgerhaus Görlitz hat somit einen wesentlichen Beitrag in diese Wirtschafts- und Kulturepoche der Renaissance in Europa geleistet. Häuser nach Görlitzer Bauplänen wurden im ganzen Kontinent errichtet, ob in Skandinavien oder West-, Ost- und Südeuropa, selbst in der Hauptstadt der europäischen Renaissance in Florenz stehen Häuser nach Görlitzer Bauplänen errichtet. Man sollte bedenken, dass diese Stadt vor 600 Jahren in ganz Europa, zumindest in den wesentlichen Orten, bekannt war. Heute arbeiten wir daran, dass wir wenigstens in ganz Deutschland bekannt werden, aber mit Ihrer Hilfe kommen wir wieder einige Zentimeter voran. Was ein Typ, klasse, oder? Also wenn ihr mal in Görlitz seid, macht auf alle Fälle bei diesen Führungen mit, ja? Mit der Kutsche, mit dem Bus, zu Fuß, einzeln oder in der Gruppe, das lohnt sich auf alle Fälle. Man kann auch in spezielle Gebäude gehen und man lernt eine Menge und es ist auch oft wirklich sehr unterhaltsam. Hier am Untermarkt im Übrigen steht auch für größere Datenmengen WLAN zur Verfügung, falls ihr das braucht. Also ich habe es die Tage jetzt hier auch ganz schön gut genutzt. Und jetzt gehe ich erstmal zurück zum Campervan. Es ist kalt, ich bin müde. Bis gleich. So, Dude. Zurück im Saunawagen. Jetzt mal noch was Ernstes, noch ein anderes Thema. Es gibt mal wieder einen neuen Migrationspakt, der bei uns in den Medien eigentlich kaum bis gar keine Erwähnung findet. Und der betrifft vor allen Dingen jetzt die osteuropäischen Länder, Allgemeineuropäer verschiedenster Abstammungen, aber vor allen Dingen Länder wie Polen, Ungarn und dergleichen. Die bekommen nämlich durch einen weiteren Verteilungsschlüssel einen noch größeren Druck, die sogenannten Refugees, die Flüchtlinge, aufzunehmen. Und ich setze euch mal zu der Thematik einen Verweis, ja, in die Videobeschreibung. Und da könnt ihr mal bitte draufklicken und dann werdet ihr auf die Seite von Europa Terra Nostra weitergeleitet und diese Informationen dann bitte auch an andere Gleichgesinnte und Landsleute senden, dass noch eine etwas größere Aufklärung stattfindet zu der Thematik. Ja, Europa Terra Nostra, kurz ETN, ist gemeinnützig, ist also keine profitorientierte Organisation, sondern das ist ein Netzwerk von verschiedensten Nationalisten oder Patrioten aus ganz Europa, bis in die USA, Australien oder Südafrika, denen eben das Erbe und die Souveränität der einzelnen europäischen Länder am Herzen liegt. Und ich empfehle euch, wie gesagt, sehr die Netzseite. Ich zeige euch die mal kurz hier auf dem Smartphone. etnostra.com, ja, dort könnt ihr euch dann verschiedene Artikel, überwiegend in Englisch, durchlesen. Es gibt Veranstaltungsbeiträge, verschiedenste Angebote. Und ich arbeite mit denen schon im Prinzip seit Gründung zusammen. Hier das Logo, diesen Phönix,
habe ich auch für ETN entwickelt. Und wir werden demnächst zusammen mal einen Podcast machen, was ihr euch natürlich dann auch anhören könnt, wenn es fertig ist. Ja, ich hoffe, euch hat die erste Girlywood-Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Ich selber bin immer wieder fasziniert von der europäischen Baukunst und Kultur. Und die Architektur ist ja auch von allen Bereichen der bildenden Kunst immer die beeindruckendste. Dann kann ich euch von dieser Stelle nur noch eine gute Nacht wünschen. Träumet süß von sauren Gurken, wie meine Großmutter immer sagte. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, bis dahin. Servus.